Ja, grüß Gott, Herr Hubert. Heute sind wir mit der Bustouristik Scherzer bei euch im Breustüberl. Wir waren letzte Woche am 14. Mai in Berlin bei einer Busdemonstration mit 450 Bussen. Wurde darum gekämpft, dass das Busreisen als solches wieder möglich ist. Wie wichtig ist für Sie der Busreisemarkt? Busreisen für das Breustüberl entwickeln sich natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil. Wenn Sie sehen, wir haben im Jahr ca. 1500 Busgruppen. Also es ist jeglicher Couleur, von dem normalen Touristen, Rentnerausflüge, Musikausflüge, Vereinsausflüge, ganz ein wichtiges Thema bei uns. Ist mir jetzt nicht ganz erklärlich, warum man fliegen darf, warum man mit der Bahn fahren darf, aber das Busreisen ist quasi gegen Null gefahren. Wir haben ja Kenntnisse, die Lufthansa fliegt wie gesagt mit vollen Fliegern, die Bahn fährt wie sie will und der ÖPNV lässt im Bus so viele Leute zu wie reingehen. In der Schweiz ist jetzt auch zum Beispiel schon mehr oder weniger geöffnet, dass der Bus voll besetzt fahren darf. Und in Deutschland hat jedes Bundesland eine eigene Regelung. Auch in der Gastronomie ist es unterschiedlich. Gehört das nicht alles zusammen, dass der Bus, wenn er wieder fahren darf, auch die Gastronomie dann anders gestellt werden muss? Ja, möchte man meinen, aber es ist in der Tat natürlich wirklich ein bisschen schwierig durch die verschiedenen Bundesländer und deren Gesetzgebungen da irgendwie eine Einheit reinzubringen, wäre natürlich schon mittlerweile an der Zeit. Wir könnten ja auch von den Räumlichkeiten her auch gewährleisten, dass unser Hygienekonzept funktioniert. Also wir sind da bestens vorbereitet und wie gesagt, ich sehe da überhaupt keinen Grund, das Busreisen weiterhin zu untersagen. Wir haben von vielen Busunternehmern auch das Gespräch gehabt, wo man sagt, wenn ich in der Gastronomie 1,50 Meter Abstand halten muss, aber dann sozusagen im ÖPNV Mann an Mann stehe, wo ist da ein einheitlicher Maßstab? Die Gastronomie braucht auch diese Nähe der Kunden wieder und Sicherheit ist ja eigentlich heute durch das Hygienekonzept mehr und besser wie jemals zuvor. Also es war natürlich seit eher schon sehr gut, sind wir aufgestellt, was Hygiene betrifft. Sie sagen es richtig, also wenn man 1,50 Meter hier Abstände wahren muss, Gastronomie lebt natürlich jetzt nicht unbedingt davon, dass man alle weit auseinandersetzen. Gastronomie, da gehört ein Leben rein und da sitzt man auch noch eng zusammen und das ist natürlich gerade in dem Bereich oder in der Gastronomie, wie es bei uns ist, ganz wichtig für die Geselligkeit und wir sind ja bekannt für Brauchtum, Tradition, Geselligkeit. Also da müsste man vielleicht seitens der Politik wirklich jetzt langsam einmal ein neues Konzept erstellen, wie das dann weitergeht, bevor da wirklich jetzt der letzte Busunternehmer leider auch finanziell am Ende ist. Zum Thema Bus, wir haben nächste Woche am 27. Mai ist eine große Busdemonstration in Berlin. Es werden über 1000 Busse erwartet. Es werden auch etliche 1000 Reisebüros mitfahren, weil die Tourismusbranche alle Mittelstandsbetriebe mittlerweile an einem Strang ziehen. Und wir hoffen, dass da was rauskommt dabei. Haben Sie noch ein nettes Wort für die Bustouristen? Nein, ich habe mich heute durch. Ich kann euch nur sagen, es geht weiter. Das Breustüberl ist bereit. Wir freuen uns auf jeden von euch und darf mich freuen, wenn es uns besucht. Toi, 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 alles Gute, vielen, vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Gerne. Danke. Gerne.